Nicht alles, was man vom Staat gratis beziehen möchte, ist Service Public. Unter diesem Begriff fallen in der Schweiz nur ganz spezifische Güter und Dienstleistungen. Auf Bundesebene sind das die postalische Grundversorgung, es sind gewisse Angebote der Telekombranche, es ist der ÖV, insbesondere die SBB, und auch die SRG wird dem Service Public zugerechnet. Aber letztlich ist Service Public kein geschützter Begriff. Längst wird er als politisches Schlagwort verwendet, um Umverteilung und Regionalstrukturpolitik zu betreiben. Deshalb zielt der Service Public je länger mehr an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Zum Beispiel bei der Post. Seit 2012 werden jährlich 55 Millionen Briefe weniger verschickt. Das ist ein Minus von 2,4% pro Jahr. Trotzdem wird die postalische Grundversorgung nicht den Realitäten einer digitalen Welt angepasst. Auch Radio und Fernsehen verlieren seit Jahren Publikum. Dennoch verbucht die SRG Gebühren in der Höhe von 1,25 Milliarden Franken. Der Service Public muss den neuen Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung tragen. Was soll noch in die Grundversorgung gehören, was nicht? In unserem neuesten Essential skizzieren wir den Service Public der Zukunft.